Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, ihr seht das Bierpower-Outfit, was ich von Naturin damals, ne, mit Bierpower-Cap, Mütze, alles am Start. Da ist der Hannes. Moin. Da ist das schwedische Lakritz. So salzig, dass den Leuten meistens der Kopf wegfault, wenn die mal eins probieren. Wir stehen jetzt hier am Bahnhof und es geht alles drunter und drüber. Es ist jetzt Freitag hier, der 14. Eigentlich sollten heute die Gäste kommen. Timo ist auf dem Weg mit dem Auto, wollte sich mit uns treffen, hat Verspätung 45 Minuten. Er wird nicht der Erste sein. Wir wollten mit Timo hierher, wollten Jenaya abpassen. Bei der kommt der Zug vielleicht in den nächsten paar Minuten an. Thomas, Silvius sind auf dem Weg mit dem Auto, die wollten um 12 da sein. Weiß nicht, was mit denen ist, gerade keine Meldung. Der Bo wäre 11.30 Uhr schon da gewesen. Jetzt ist sein Zug weg in Grimmental wegen 5 Minuten. Jetzt muss er eine Stunde in Grimmental stehen, bis er dann hierher kommt. Wenn wir hinfahren und ihn abholen, fahren wir halbe Stunde hin, halbe Stunde zurück, ist die Stunde um. Und alle anderen, die in der Zwischenzeit kommen, stehen alleine da. Wenn überhaupt einer kommt, weil gefühlt geht heute einfach alles schief. Sarina wäre mit Jenaya gekommen. Bei der ist auch Stunde Verspätung, Zug, alles. Also, ich hab die Nase voll. Wir warten jetzt und gucken mal, wir können ja Wetten abschließen. Wer ist der Erste, der dann kommt und darf dieses schöne, leckere, salzige Lakritz probieren? Und was noch genialer ist, ich habe jetzt meine Isomatte schon dabei. Und ich habe letztens dem Hannes gesagt, Hannes, da musst du dich hinlegen, da kannst du dich einfach bequem. Das wär's doch, einfach hier schön unterm Baum für Naturin. Ne? Da können wir uns jetzt hinlegen und chillen, bis die anderen kommen. Mal gucken, wer der Erste wird. Ich bin gespannt. Und Hannes, ich sag's dir, hier ist es bequem. Und super Sicht auf den Baum mit Sonnenschutz. Und überall hier diese Tannenzapfen. Mit denen kann man sich sogar abwerfen. Hey! Ihr Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Ton. Servus, Timo, du hast gerade angerufen. Jetzt erreiche ich dich nicht. Was ist denn da schon wieder los? Also, es bleibt weiter spannend, wer als Erstes ankommen wird. Bei Sarina, wissen wir ja, eine Stunde Verspätung wegen Zug. Der Bo, wissen wir, sitzt jetzt fest in Grimmental. Dann haben wir hier, muss ich kurz überlegen. Thomas ist da. Timo, der kommt erst halb, hat er gesagt jetzt. Jetzt kommt's drauf an. Jenaya oder Thomas und Scheinux und hinter mir brummt's. Das heißt, oh mein Gott. Das ist alles hinfällig, denn... Hallo Thomas! Moin! Darf ich dir mal was anbieten? Pass mal auf. Jetzt sagt der Thomas wieder nein. Nein. Dreh mal auf. Nein, ich nehme kein Lakritz. Riech bitte mal dran. Nein, ich esse kein Lakritz. Wenigstens zur Begrüßung. Du musst ja nicht... Ich hasse Lakritz. Du schmeckst das Lakritz kaum raus. Ich hasse es komplett. Ich kotze davon. Das ist schwedisches Lakritz. Extra salzig. Boah! Alter! Das knallt so rein. Nein, nein. Jeder hat zur Begrüßung bis jetzt eins gegessen. Nein, sorry. Also der Hannes. Wir sind ja noch nicht da. Ich kotze davon. Thomas, du hast gewonnen. Du bist der Erste, der da ist. Möchtest du dazu was sagen? Der Fahrer. Weißt du? Nein. Nö, der kommt ja jetzt erst. Das passt ja nicht. Warte, den muss ich gleich überfallen mit. Hier, Silvio, Scheinux. Dreh mal das Ding auf und nimm dir mal ein kleines Lakritzstückchen zur Begrüßung. Das schwedische Lakritz. Das ist so heftig und schmeckt so schmackofatzig lecker. Du freust dich bestimmt. Siehst du, der Silvio macht's richtig. Der beißt einfach nein. Könnte höchstens ein bisschen salzig sein, aber das ist ja das. Die tun ja immer wie den Surströmming, der ist ja auch salzig. Siehst du, dem schmeckt's. Thomas, es geht. Ja. Ja, die Jenaya, da brauche ich auch nichts fragen. Die isst das ganze Ding leer, also mal gucken. Wir brauchen Leute mit zarten Nerven. Also der Scheinux, ne, mit dem Box Fight Club T-Shirt mit Brad Pitt als Kind, sieht man hier. Hat jetzt sogar noch ein Geschenk ausgepackt. Hat gesagt, hier, weil ich keine habe, zwei Eier. In dem einen ist ein Pferd drin, in dem anderen ist ein Dinosaurier drin. Die brauchen 48 Stunden zum Schlüpfen. Die wollen wir heute gleich mal nass machen. Hier ist noch was für den kleinen Jonas Habanero. Da kann er seine Hand reintun, wenn er die Hand nicht mehr braucht. Plus, da ist ein Body wahrscheinlich und Strümpfe. Das ist sehr schön. Und für die Marie, was alles rosa ist, mit einer Riesenpackung Mao Am. Ja, Zucker ist immer gut für die Prinzessin. Notebook, Notepad, Ruler,
Ballpoint Pen, Blue Riding Pencil Topper. Der ist so Schulzeug wahrscheinlich. Hier, da kommen die Shenaya und jetzt pass auf, dreh mal das Ding auf. Gar keine Zeit, um Hallo zu sagen. Nimm dir mal eins raus und probiere mal dieses super leckere schwedische Lakritz. Da fügt sie sich schon wieder hin und schmeckt. Oh, sehr lecker. Sehr lecker. Bisschen salzig vielleicht. Thomas hat sich nicht getraut. So. Verstehe ich irgendwie. So, Shenaya ist angekommen. Es hat geklappt. Thomas, der Einzige, den kriegt man heute noch dazu, dass der auch mal eins probiert. Er hat ja gesagt. Das finde ich sehr schön. Shenaya wird jetzt dazu gezwungen, ihren Beutel aufzumachen. Genau. Erstmal kriegt sie hier zur Begrüßung diese Critters-DVD, weil unter jedem, der einen Lakritz probiert, werden DVDs verlost. Der Thomas kriegt keine. Du kriegst jetzt hier die Critters-Box mit allen vier Filmen. Was hast du denn da in deinem Beutelchen drin? Ja, so ein paar Currybohnen und ein Brett. Ein Brett? Was macht man damit? Sich an den Kopf hauen? Du willst mir aber jetzt nicht sagen, dass das 20 Euro gekostet hat. Guck mal auf die andere Seite. Hab ich ganz vergessen abzumachen. Neues? Jo. Ja, ich würde es wahrscheinlich so rumlegen und immer schneiden, dass ich gar nicht sehe, wo das her ist. 20 Euro neues Schneidbrett und dann geben die sich auch noch die Hand. Guckt euch das mal an. Das musst du dir übers Bett hängen. Und nachts in der Hannes schnarch, nimmst es runter und was suchst du überhaupt in meinem Bett, Hannes? Wieso liegst du da daneben? Das verstehe ich nicht. Was ist das? Das ist Eierlikör. Und Schoko-Eierlikör. Schon wieder, das sieht ja aus wie ein Ei, obwohl wir schon vorhin zwei Eier gekriegt haben. Und dann auch noch in einer irgendwie Glasflasche zum Aufdrehen, das bewegt sich alles. Ein Bombardino 22%, Schoko-Eierlikör 20%. Was ist das hier oben? Dieses Bonbon, was da dran klebt? Wahrscheinlich ein Bonbon. Das Dufo Bianco, das kannst du bestimmt anzünden und dann geht's. Pasch. Die Shenaya hat was gefunden, da geier ich schon die ganze Zeit drauf. Ich habe einmal im Rewe Bonduell Currybohnen gefunden. Dann habe ich die probiert, die waren so genial. Ich bin los, wollte mir wieder eine Dose kaufen, standen keine mehr drin. Stand nur noch Chilibohnen da. Habe ich die gefragt, wann es die wieder gibt. Gibt es gar nicht mehr, sind ausgelistet, nie wieder. Dann wollte ich sie irgendwo im Internet bestellen, kriegst du nicht. Da ausverkauft, überall werden sie rausgenommen. Jetzt hat sie bekommen 3 Dosen Bonduell Currybohnen, die man mit Curry Samyang mal machen kann oder probieren kann. Und was macht der Thomas eigentlich? Ich tue meinen Fußzeh reinhalten. Was denn? Es trocknet doch. Das ist deine Badehose, ja? Das ist alles in einem. Ich hab die Badehose an. Der hat sie an, der hat es richtig gemacht. So, warte mal, das ist der Timo. Timo, dreh das mal auf und probier mal so süßes, super salziges schwedisches Lakritz. Wir sind gespannt, der Thomas hat sich nicht getraut. Ich bin der Timo. Da musst du erstmal richtig hauen und dann erstmal gucken, wie es schmeckt. Du. So, der Timo hat gesagt, er hat auch was dabei. Der hat hier einen Karton. Und da ist garantiert kein Kimchi. Da ist kein Samyang drin. Wie tue ich denn das jetzt? Dann schmeiße ich mir den mal jetzt hier in die Ecke. Kimchi. Das sieht wirklich aus wie ein Fanpaket. Schön mit Dings. Hier ist die Ende. Die hat er mir gezeigt. Die, wo waren die? In einem Baumarkt oder so? Die sieht aus wie Kane von der WWE, nur als Ende, mit einem Wrestling-Gürtel um die Brust, mit einer dicken, fetten, muskulösen Brust. Die ist richtig genial, die muss ins Regal auf jeden Fall, hinten ran. So, dann hier Klopapier hat er auch mitgebracht, das finde ich sehr gut. Hat jemand Klopapier eingepackt von euch? Ja? Ja. Was ist das? Eine Powerbank, Slim. Die brauchen wir heute, ist sie geladen. Meistens muss man die ja erstmal laden. In der Regel sind die halb geladen. Hammer, ready to use. Also, ready to use, das nehme ich ernst. Dann habt ihr hier so diese, wie heißt das wieder, Reisküchlein. So, diese, was halt aussieht wie kleine Würste, aber aus Reis ist. Also zweimal Samyang-Dings drin. Das ist auch cool. Hatte ich schon mal jemand probiert von euch? Nein. Ich habe keine Mikrowelle. Das ist halt wie Gummi, ne? Wie Gummi, aber scharf. Deswegen finde ich auch gut. Dann ein paar Samyang-Sachen. Hier einmal Carbonara, ein Päckchen. Einmal ein Cheese-Päckchen. Das sind ja meine Lieblings. Shenaya schwärmt auch immer für die. Dann einmal das ganz normale hier. Die Original und Too Spicy sehe ich auch noch hier. Das ist richtig stark. Hier ist noch eine Karte drin mit einem gelben Umschlag für Ramses. Wollen wir das mal aufmachen? Ist zugeklebt. Ja. Müssen wir es leider zulassen. Happy Birthday to you. Schön, dass es dich gibt. Da hätten Salamis hängen müssen. Das wäre richtig toll. Mein lieber Ramses. Ach so, hier, du bist dran. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute, viel Gesundheit und Erfolg zu deinem 35. Geburtstag. Ich glaube, das weiß schon gar keiner, dass es die 35 ist. Gruß Timo, Bayreuth, 12.07.
Ja, so lange warst du unterwegs. Und noch zwei Google-Karten. Pack's mal rein, schmeiß es mal hin. Wir müssen kurz den Bo überladen. Dankeschön, Timo. Dankeschön. Der ist ganz wichtig. Der hat ein großes Auto. Der muss heute noch die Bierkästen transportieren. Guck mal, der Freund ist da. Friends, drehen Sie mal bitte auf zur Begrüßung. Nehmen Sie sich mal einen. Ich bin der Bo. Mein Standzeichen ist Krebs. Eigentlich bist du der Exfluencer. Ich mag lange Spaziergänge im Sommerregen. Im Sommerregen? Und wo hast du das jetzt wieder geklaut? Jetzt ist es auch wieder von Friends, oder? Ich bin nicht so da drin in der Szene. Schon ganz lang. Kennst du das? Du gehst da so gespannt ran. Das ist schwedisches Lakritz. Wie Suströming, salzig, nur dass es nicht nach Fisch schmeckt und keine Gräten hat. Also die bessere Variante, glaube ich. Das schmeckt gar nicht mal so gut. Also passt, wunderbar. Machst einen guten Eindruck, sieht gut aus. Das ist der Bo, das erste Mal, dass man der Bo sieht. Hab da noch was mitgebracht. Und hast du das eingepackt extra? Du darfst es heute schon öffnen, weil da ist bestimmt was drin, was wir noch brauchen könnten. Ja? Heute oder morgen. Nochmal Heavy Po oder was? Ich wollte meins wirklich mit. Du kannst mal reisen an der Seite, weil du bist der Aggressive. Obwohl das Papier eigentlich schön aussieht. Eigentlich darf man das gar nicht aufmachen. Ach, und dann so ein schäbiger Karton drin. So habe ich es am liebsten. Das Papier ist noch festgeklebt. Ein Geschenkpapier. Ja. Ich glaube, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich. Das wäre es, wenn es auch noch eingepackt wäre. Dann muss er es auspacken, damit er das Eingepackte auspacken muss. Immer weg vom Körper, genau. Also auf meinen Körper zu, dann passt das. Oh, das bestimmt jetzt explodiert es gleich, wenn man es aufmacht und guckt. Da ist eine geheime Botschaft drin. Da steht nämlich, als ob ich dich alleine das Bier bezahlen lasse. Bra. Ist das hier Capital Bra gewesen oder was? Da ist ein Briefumschlag. Müssen wir mal so festhalten. Da ist nochmal Klopapier am Start. Das finde ich auch gut. Und hier. Das ist bestimmt was Ekliges, wenn das schon so von Fernost eingeliefert wird. Eine Roulade. Eine Roulade mit. Ich halte die Dose. Ach, da. Eine Roulade. Und es ist. Das sind zwei. Saure Kuddeln. Was sind saure Kuddeln, der Herr? Innereien und Gedärme und. Okay. Und so. Innereien und Gedärme. Ich habe das als Kind mal bei meiner Oma bekommen und habe ganz arg gekotzt. Gekotzt? Garantiert handwerklich in unserer Hotelküche hergestellt. Oh, das ist aber schön. Hast du die selbst für deinen Kanal schon mal getestet? Nein. Wollen wir vielleicht der Shenaya eine geben für ihren Kanal und eine für mich, damit die auch mal schön kotzen kann? Hoffentlich geht's ohne Messer. Der fühlt sich zwar leer an. Jetzt kommt ein Pups raus. Hast du deinen Pups gefilmt im Zug? Nein, ich habe mir ganz viel Mühe gegeben, das rauszusuchen. Ja, aber du saßt doch so da und dann ging's. Ach so, doch, das ist ja eben. Du hast einen Pups. Hast einen Pups gelassen im Zug. Das ist gut. Oh mein Gott. 50 Euro. Mach's schnell wieder zu. Bevor es wegfliegt. Genau. Dankeschön, der Bo. Wir warten immer noch auf Sarina. Ich will doch nicht alleine bezahlen. Hätte ich doch aber gemacht. Ich hab doch nur einmal Geburtstag. Bevor es an Zahnarzt geht, das Geld, da geht's lieber an euch. So. Da ist die Sarina Platentias. Guckt euch mal hier an. Das ist doch der von Harry Potter. Wie heißt er? Snape. Snape. Und was ist auch Snape hier drin? Dreh mal das Döschen auf. Nehm dir mal ein schwedisches Lakritz zur Begrüßung. Das schmeckt ein bisschen nach Lakritz. Ein bisschen salzig vielleicht. Alle haben sich gefreut. Und dann kannst du mir mal sagen, ob das schmeckt. Schön drauf beißen. Mmh. Und? Siehste, der Thomas hat sich nicht getraut. Der traut sich immer noch nicht. Du musst den Thomas überzeugen, dass du eins probiert, denn dann ist die Welt ein besserer Ort. Nee. Schmeckt doch. So, und die Sarina hat auch was mitgebracht. Ein Beutel Lakritze. Guck dir das an. Ja. Nicht Spaß. Ist da keine Lakritze drin? Nein. Sieht aber so aus. Geburtstagsgeschenk. Ein Geburtstagsgeschenk aus dem Saturn. Hey, neuer PC. Spaß. Wir gucken jetzt mal hier rein. Und haben hier noch eine schöne Tüte Carbonara Bulldog Samyang Carbonara. Kommt gleich hier mit rein. Hier noch ein Tütchen Samyang Carbonara. Und da sehe ich, was ist das denn? Stäbchen. Ach, eins ist für die Jenny, weil sie ja auch gesagt hat, sie kann nicht
mit Stäbchen essen. Das sind Idiotenstäbchen. Jetzt bin ich sehr verwirrt, weil ich bei den Stäbchen, da denke ich an Nudeln und China, alles klar. Und das ist ja Fisch. Aber na klar, man isst ja traditionell auch immer Sushi. Isst es doch auch mit Stäbchen. Ja. Und so kommt das zusammen, weil du denkst jetzt hier deutsche Seefisch-Manufaktur. Wie kommt das denn dazu? Weil ich möchte euch gerne mal die Nudeln mit Stäbchen essen sehen. Und guck mal, da ist auch noch was drin. Noch eine grüne Flasche hier, Waldmeister-Sirup für den Thomas. Ja. Die kann er in seinen Sodamax reinpressen und fertig. Genau. Die kennt der Hannes auch, die hat er jetzt den Abend schon mal gesehen, als Wrestling drauf war. Jo. Und dann lag er im Infovideo in der Ecke und hat geschlafen. Ja. Und ich habe noch mal drauf gehalten. Ich weiß nicht, was sie gerade gemacht haben, aber es ist auf jeden Fall, wurde getunkt. Jo. Ich bin heute ein Vornehm. Ich mach keinen Scheiß. Hab ich's Pupsi versprochen, ja? Nein, also jetzt noch nicht. So, wer aufmerksam die Community Day Streams immer verfolgt, dem wird vielleicht diese Statue bekannt vorkommen, die man da immer sieht. Die sieht so gruselig aus. Der Bo geht mal auf Tuchfühlung. Max-Reger-Denkmal im Park. Immer sehenswert. Ja. Also ganz zufällig wollen wir ja beim Volkshaus in dem Park da ein bisschen chillen und genau gegenüber, beim Englischen Garten, ist dieses Wochenende Sommerfest oder sowas. Da kann man wahrscheinlich sogar Boot fahren. Hier sind so Bootsstege auf einmal, so Anlegestellen aufgebaut. Hier steht auch hier Abfahrt nach Puerto Rico. Ne? Das sieht gut aus. Das heißt, es ist die perfekte Tarnung, wenn wir da drüben sind, ist die ganze Stadt hier und kriegt gar nicht mit, dass wir da drüben sind. Da hat der Exfluencer haut ab. Der Bo hat die Disco-Kugel entdeckt. Hier Abfahrt nach Puerto Rico schon wieder. Langsam klingt es so, als würden sie uns loswerden wollen und sagen immer zu, ab hier, los. Guck mal, wer der ist. Der Fahrer und seine Füße sind angekommen. Und du auch. Mach mal bitte die Dose auf und nimm dir mal ein schwedisches Lakritz. Mit extra, das irgendwie fällt es bei jedem runter und komischerweise ist jedes Mal wieder drauf. Ich weiß gar nicht, wer das aufhebt. Mit einem Haps im Mund. Mmh. Und schmeckt auch nach Lakritz. Das schmeckt sau ekelhaft. Und nach Salz. Das hat nämlich die extra Portion Salz und ist richtig genial. Haus weg, Haus weg. Ist besser, wenn Leute sagen, das ist eklig, sonst glauben die nicht. Die sagen, ach, das kann man essen, dass das wirklich besonders ist, sagen wir mal so. Mit Preisliste oder was? Ja. Was ist das? Wieso? Weil ich auf Festnetz, auf Handy angerufen habe. Dann haben sie gesagt, ich soll eine Karte mitnehmen. Damit ich auf Festnetz. Auf Festnetz. So. Hä? Guck mal, da werden Döner verteilt. Das Geld dann weg. Ein Hannes-Döner. Ein der Boot-Döner. Ein Exfluencer-Döner. Dann ein Jenner-Döner. Wieso? Ich krieg den Manntags-Döner, der ist so platt wie alles. Ich krieg den unteren. Gut, der ist wieder dick. So, das ist der ehrenamtliche Dönerkreis. Der sieht dann ungefähr so aus. Wenn ihr jetzt gemerkt habt, wer fehlt, wer eigentlich schon da ist, aber wer fehlt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Das ist Krebssoda. Unter allen, die richtige Antwort verlosen, trinken wir ein. Der Silvio, genau. Ich mach's jetzt mal auf und probier's mal und guck dann nochmal. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, wie das schmeckt. Thomas, es schmeckt ja richtig gut. Ja, ne? So, und das ist der Lutz-Döner. Den hätte ich fast gar nicht erkannt. Da fehlt nämlich das rote Pulver, was rot aussieht. Das ist scharf. So richtig brutal. Jetzt ist es halt so ein Krautfleischbrötchen zum Essen. Nimmt man das denn hoch? Da fällt doch alles raus. Und dann reinbeißen, versuchen. So, der Fahrer hat jetzt dieses Bier hier verteilt. Da steht nämlich Tatra dran. Tatra, ja. Tatra. Und hier oben steht Milioni Beef. Do irgendwas. Das erinnert mich an Silvio Beer Tasting. Aber das ist ja ein tschechisches bestimmt, oder? Das ist ein polnisches. Ein polnisches. Tatra ist in Polen. Ja, dann erinnert es mich ja erst recht. Genau. Weißt du, was die Tatra ist? Am besten, ich fange noch mal an. Nee, ja, was ist die Tatra? Das ist ein Faltengebirge hier oben drauf. Faltengebirge! So wie die Alpen. Nur dass es halt Tatra heißt und nicht in Österreich ist, sondern in Polen und Slowakei. Hier seht ihr das Tatra-Gebirge. Ne? Das ist sehr schön. Das ist eine sehr schöne Dose.
Jetzt machen die das auf und probieren das wahrscheinlich. Und jetzt, ach, eigentlich sagen wir, müssen wir warten, bis alle ein Bier haben. Aber jetzt müssen wir schnell, weil es ist ja kalt. Ihr kurz dazu. Warum habt ihr euch denn kein Bier gekauft? Weil wir genügend Bier haben. Prost. So, die Jungs, also der Silvio und der Timo, ne, weil das sind Jungs, die haben jetzt hier das Auto beladen. Wir mussten nämlich schnell mal das Bier holen, was wir schon eingekauft hatten. Hannes Fass ist auch dabei. Hannes Fass, aus! Und so geht's jetzt zurück. Weil die anderen warten schon und haben bestimmt jetzt alle Dosch. Am meisten Dosch hat bestimmt der Silvio. Der wirkt so unausgeglichen. Guckt euch das an. So, jetzt haben wir gerade die Nachricht bekommen, dass der Marc niemals es wohl nicht schaffen wird, niemals nach Meiningen zu kommen. Marc nicht. Und für den Marc war eigentlich dieser Kasten Brinkhoffs. Denn ich habe gesagt, in der Gruppe sagt Bescheid, was ist euer Lieblingsbier? Ich besorge jeweils einen Kasten immer. Der Marc hätte es Brinkhoffs gehabt. Ich habe mir hier das gute Lausitzer Porter rausgesucht, worauf ich mit heute gar keinen Bock mehr habe. Am besten ich trinke das Brinkhoffs. Dann haben wir das Wernes Grüner für den Fahrer. Das war im Angebot. War im Angebot. Budweiser, wow, kennt man ja. Für die Schenaya das Budweiser. Die Sarina, die trinkt Wasser, ja, aus der Werra. Ja. Wo ist denn der Typ hin? Das ist der Typ, der nennt sich auch Thomas, der hat einen Kasten Mixery Cola. Der ist nämlich richtig heftig unterwegs. Der muss wahrscheinlich noch fahren. Dann haben wir von Hannes einen Kasten Münchner Hell. Und bei einem Kasten Münchner Hell gibt es immer ein Fass Münchner Hell noch dazu. Plus zwei Trinkhörner. Der Bo. Zu dir hätte gerade das Hasenbier gepasst, so wie du gerade guckst. Der hat aber Spaten. Spaten für der Bo. Timo hat gesagt, ist mir egal, nimm irgendwas mit. Dem habe ich einen Kasten Tyski besorgt oder Tyskie. Dann haben wir noch einen Pierre, für den gibt es Astra. Dann haben wir einen Turin, für den gibt es Hagabschor, Münchner Hell. Und Bierschanger, wo ich mir jetzt auch nicht sicher bin, ob die mitkommt, Hasenhell. Weil der Turin plötzlich sagt, ich... Und nicht mehr wir. Und deswegen, vielleicht ist er auch alleine. Jetzt geht's aber los. So, jetzt haben wir es endlich geschafft, mal die Kästen ins Wasser zu stellen. Das ist ja eigentlich keine Bring-Your-Own-Klappschuhe mit ins Wasser-Party, sondern eigentlich Bring-Your-Own-Schlafsack mit in Wald-Party. Aber wir haben keinen Wald gefunden und haben Kästen im Wasser. Und da haben wir das jetzt ummodelliert. Die Sarina, die kotzt gerade in die Wiese. Nein, die tut ihr Handy weg. Die tut ihr Handy weg, der Thomas, der sitzt da, da ist der Rest momentan. Wir haben uns einen kleinen Tisch aufgebaut. Und Hannes, sein Fass ist der Tisch. Und eigentlich wollte der Fahrer gerade Natururin abholen. Aber jetzt sitzt er in Grimmental fest. Und das haben wir heute schon mal erlebt bei der Bo. Grimmental, fertig. Also braucht kein Mensch. So, und weil mir die ganze Zeit der Kopf so brennt, nehme ich mal eine Mütze voll Schlaf, also voll Wasser. Der Natururin an dich. Weil du nicht da bist, wir eine Stunde warten müssen, erfrische ich mich jetzt mit deinem Merchandise. Und das sieht dann ungefähr so aus und fühlt sich total behindert an. Aber ist egal, denn jetzt wird es gleich ein bisschen nass. Und dass das trocknet, muss man es dann vielleicht ausziehen. Aber irgendwie hat es nicht so funktioniert, wir machen es einfach nochmal. Das ist auf jeden Fall sehr erfrischend und sehr prickelnd. Aber ich kriege Thomas heute noch dazu, dass er sein T-Shirt auszieht. Du, mit was will er braten? Mit Öl. So, mit dem Bier in der Hand müssen wir uns jetzt einfach ein bisschen abkühlen. Hab Frisur wie Mishima, wie heißt der hier? Heihashi Mishima, genau. Nee, das ist Solmecke immer noch. Mit dem Bier ein bisschen abkühlen. Setzt euch rein. Lasst das an den Rücken. Und dann einmal zurücklehnen. So. Und so kann man eigentlich jetzt hier drin hängen, liegen, abfrischen und Bier trinken. So, was rückwärts funktioniert. Nein, funktioniert auch andersrum, wollte ich sagen. Scheiße. Jetzt ist das gute Lausitzer Porter umgefallen, voll mit Wasser gelaufen und da kommt gleich alles raus. Gleich muss ich mir ein neues Bier holen. Guck mal, jo. Hannes hat die kurze Schwarze angezogen. Ja, meine kurze Schwarze. Guck mal, Hannes. Oh. Ich weiß nicht, was der macht und wo der hingeht. Der fällt bestimmt gleich um. Was hast du da vor? Kurzer schwarzer Hannes. Muss ich mal gucken, was du da machst. Nein!
Zack, da liegt er dort. Das Sorgentelefon, schreibt euch nicht ab, ruft an. Spendenhotline, alles freigeschalten jetzt. Hannes in Action, Hannes brennt, und dann muss er sich löschen. Jetzt auch in der Reverse Edition. Guckt ihr das an. Och, Hannes. Kann der Thomas mir mal dieses Bier aufmachen, bitte? Immer doch. Magst du jetzt einen Lakritz haben? Nein. Der kommt aus Schweden. Nein. T-Shirt aus. Nein. Nein. Limp Bizkit. Nein. Thomas, du weißt gar nicht, was du verpasst. Ja, ja. Wegen was? Sagt er, der selbst ein T-Shirt anhat. Nee, du meinst wegen dem Lakritz? Timo. Genau. So, es hat sich bewahrheitet, die Bier-Schanga kann wohl leider auch nicht kommen. Der Naturin kommt alleine, aber der Crazy O hat gesagt, dass der fette Fiessack vielleicht noch dazustoßen würde morgen. Es fehlt ja eh eigentlich noch der Stefan Landei und der Luigi Sarada. Ja, und der Turin halt gerade, der jetzt immer noch in Grimmental festsitzt. Da sitzen die Jungs und die Mädels. Und hier haben wir jetzt die offizielle Toilette gefunden mit Bogeneingang. Da könnt ihr rein und da habt ihr eure Ruhe, denn da ist auch keine Strömung. Das ist richtig geil. Nice. Also genial, das war das G-Wort. Jetzt habe ich festgestellt, alle Leute sind dicke, bis auf Curse, der steht in der Mitte. Ne? Guck mal, sieht aus wie so ein Ricochet von hinten. Jetzt gucke ich mal um die Ecke, ob man ein verschwitztes Lächeln sieht. Guten Tag, der Herr. Und eigentlich ist heute ja nur die Vorgruppe. Also eigentlich ist ja morgen der Tag, wo in den Geburtstag reingefeiert werden soll. Was ist denn das da? Oh mein Gott, guck dir das an. Brock Lesnar in the house. Zieht die Hose aus. Thomas, Thomas, Thomas. Oh, guck mal, sieht ja genauso aus. Dein Kopf sieht aus wie ein Timo sein Oberkörper. Also genauso weiß. So, wer das noch nicht wusste, was ich auch richtig gut finde, also auf den Bierflaschen sind immer diese Bravo-Tattoos drauf. Versteht ihr? Dann könnt ihr das immer so abmachen. Und dann könnt ihr das nehmen. Und dann könnt ihr das immer hier so dran machen. Und dann könnt ihr euch, je mehr Bier ihr trinkt, desto mehr Bravo-Tattoos könnt ihr euch aufkleben. Und am Ende des Abends, der mit den meisten Tattoos, das sind Brautattoos. Der mit den meisten Tattoos ist dann der Gewinner. So. So ein Nasenknieber. Das sind Brautattoos. Jetzt sehe ich aus wie Bugatti. So, der Fahrer ist jetzt gefühlt schon 2 Stunden weg auf der Suche nach Natururin. Ich hab's mir jetzt gemütlich gemacht, wie man sieht. Mein Kasten ist jetzt hier ein Liegestuhl, da kann man sich dran anlehnen. Thomas hat immer noch eine Hose an. Der Rest hat sich jetzt komplett ausgezogen. Ja, bis auf genau. Bo, weil der Bo, der hat auch noch was an. Aber die Shania hat so einen Body, so einen Strampelanzug an. Der Timo hat keinen Strampelanzug an. Der Hannes ist vom Kasten gefallen. Der Scheinux macht den besten Eindruck heute. Thomas. Sarina ist am Start. Auch viel Haut und hier auch viel Haut. Nur mit T-Shirt. Wir warten jetzt auf Naturin. Der muss nämlich noch das Super Lakritz probieren. Du, wie war das? Einfach runterziehen, ne? Ja. Nicht drauf drücken oben. Einfach mit Gefühl. Siehst du, das war Gefühl. Hebst du das auf? Hebst du das auf? Wo ist es? Da bräuchten wir jetzt den Sondengänger. Der tut nämlich seit neuestem auch unter Wasser sondeln mit Metalldetektor. Der findet jeden Mixerikorken. Was ist denn das? Lass dir raten, trinke Spaten. Wo ist der Sondengänger, wenn man ihn braucht? Merke dir, Sternburgbier. So. Übrigens hat der Thomas mir ein Sonderabzeichen gegeben, was man sich hier aufkleben kann. Aber irgendwie klebt es immer eher an meiner Hand fest als an allem anderen. Shania, du musst kurz warten. Der Bo verliert gerade seine Hose. Was ist denn das jetzt hinter mir? Ist mein Bier gerade rausgefallen oder was? Da hat es gerade geplätschert. Thomas! Das Bier! Das Bier, oder? Oh mein Gott, Thomas! Wie soll man ihn? Weil du der Zeig schon mal! Jetzt habe ich verpasst, wie der Bo seine Hose ausgezogen hat. Jetzt ist sie nass. Aber die ist jetzt eh nass. Das finde ich gut. Endlich lässt er die Hüllen fallen. Warum ziehst du die Hose im Wasser aus? Weil sie nass ist. Guck mal, Hannes ist zurück. Nee, warte mal. Hannes sitzt doch da hinten. Wer ist denn dann das? Hannes 2. Auf die dicken 4. Langsam gibt es Bier. Auf die dicken 5. Heute nur mit Strümpf. Auf die dicken 6. Das ist kein gutes Becks. Auf die dicken 7.
heute wird die übertrieben. Und so weiter, yeah. Ja, es ist scheiße wieder mal. Und bei Nummer 8 wird es ganz wild gemacht. Ne? Ja, Freddy kommt vorbei. Guck mal, der Timo, der hat sich jetzt eine ganze Packung Sonnenmilch draufgeknallt. Und der ist jetzt so glitschig, dass er dieses Bier niemals öffnen kann. Und schon ist es auf. Das war der Vorführeffekt. Verdammt nochmal. Aber er ist so glitschig, schaut mal. Hier am Hals, eine ganze Falte voll. Überall. Groß. Das ist der Hannes. Der hat sich nicht den Rücken eingecremt, aber der Rücken ist trotzdem komplett weiß. Und das ist das Wunder, wo ich mir denke, kannst du diesen Kasten noch abgeben? Der ist mittlerweile dreieckig vom Draufsitzen. Wir warten immer noch auf der Fahrer mit Natururin. Beides, man braucht weibliche und männliche Hormone. Das ist der Bo. Lass die Raten trinken sparen. Also ich war keine Sammlerin. Das ist die Genaya. Raus! Oh Gott, das ist der Timo. Das ist der Hannes. Roast. Einreiben. Das ist der Fahrer. Das ist der Silvio. Zum Wohl. Hallöchen. Was bist denn du? Hast du gar kein Bier? Warte mal, nimm mal kurz das. Das ist die Sarina. Zeig schon mal. Servus. Das ist der S. Ach so, den hatte ich noch gar nicht. Warte mal, was ist das hier? Ich glaube, ich gehe nachher doch noch. Ganz einfach. Das ist der S-Kasten. Das ist der Thomas. Mit dem S-Kasten. Thomas! Mit dem Biscuit. Er spritzt dich. Hilft das was, ja? Angewichst. Das muss er immer eigentlich nur auf die Schultern. Alles angewichst. Oh yeah, ich sehe es zwar nicht, aber... Ja, auf den Schultern ist er schon rot. Das ist Service, guckt euch das an. Angewichst. Angewichst. Fein, was für eine fette Lage! Ja, das ist durch die Haare, da verreibt sich das halt auch nicht. Der hat's ja nicht verrieben. Ist das jetzt fertig? Ja? Das passt. Das muss doch verrieben werden. Nein, das ist Schutz, der muss so bleiben. Das ist Schutz. Hier, tu mal sein T-Shirt einreiben. Guck mal den. Du musst nächste Woche zur Hautkrebsuntersuchung, zur Vorsorge. Merkt euch das bei dem Wetter, Sonnencreme. Ja, das ist vernünftig. Deswegen, eigentlich hat er recht. Bruder im Burka. Vorhin nur ganz kurz an der Ampel gestanden, mein Arm hat gebrannt wie Feuer und dann draußen habe ich gesehen, es ist schon alles feuerrot. Deswegen, schützt euch, tragt immer so Milchcreme auf oder Actimel auf die Haut schmieren, dann passt das. Jetzt ist er wieder hochgegangen. Angeblich unterhaltet ihr euch, aber du hast die ganze Zeit gerade hinter ihm gebückt, wie so eine alte Oma und so. Oh, Hannes! Und der Hannes so, oh. Na, wir unterhalten uns gerade über einen Weihnachten wie mich. Happy Pop für Arme, ne? Und er hat gerade den Namen nicht gewusst. Chorino. Wo siehst du denn das? Ein Pimmel für Arme. Das ist hier von Superman hier. Das Ding oder was? Eine halbe Banane. Ein Gambosch. So, Natururin und der Fahrer sind immer noch nicht da. Ich weiß nicht, wo die sind. Aber ich bin jetzt beim Timo am Auto. Denn ich habe noch so ein Rewe-Körbchen mit Utensilien drin, die ich jetzt mal mitnehme, mal rausnehme. Kannst du mich auch mal zu den Jungs bringen. Moment. Was haben wir denn da? Hi. Ah. Hier. Hi. Guten Tag. Guten Tag, alles klar? Ja, natürlich. Ich habe nur gesehen, dass du ein Filmchen drehst und ich wollte auch mal ins Fernsehen. Ja, das ist ein Vlog für YouTube auf Ramses der Dicke. Wir wollen da in meinen Geburtstag rein feiern und so. Okay. Da sind jetzt die Leute hier von Around the World gekommen, Stuttgart und Neuss, Köln, sonst was, München alle, hin und her. Alle zu deinem Geburtstag? Einer aus Bremen noch. Ja. Bist du so ein krasser Typ? Nein, nicht, aber ich bin Mensch geblieben und deswegen kommen die immer gerne vorbei und wollen sich dann mal treffen, so Fan-Treffen, alles verbinden und sehr cool. Wir warten noch auf ein paar Leute und wir wollen halt auch draußen schlafen irgendwo dann und morgen kommen noch ein paar dazu und dann Sonntag ist eigentlich erster Geburtstag. Korrekt, achso, dann feiern wir 3 Tage Geburtstag. Ja, wir hoffen, wir stören niemanden und dass uns keiner vertreibt, sonst müssen wir uns eine andere Location suchen. Ansonsten sitzt man nur gemütlich da unten in dem Wasser, dass man auch ein bisschen Abkühlung hat und bewundern die schönen Hunde, die hier überall rumrennen. Korrekt. Also Ramses der Dicke Ramses mit 2K. Ich mache halt viel Pokémon-Sachen, Essenstests, alles so hin und her. Okay. Reise ein bisschen rum, guck immer mal mir die Gegend an und
Da kommt halt sowas auch dazu. Ja, cool. Gut. Denk dran, dich weiterhin schön einzucremen, ne? Das ja. Sieht an manchen Stellen ein bisschen rot aus. Ja, das ist leider zu spät mit dem Eincremen passiert, aber mal gucken. Man sucht sich ja ein schattiges Plätzchen dort. Wir sitzen ja unterm Baum. Okay. So, dann schönen Tag noch. Viel Spaß. Ciao. Ich schnapp mir jetzt mein Körbchen. Darf das Auto nicht vergessen, wieder zuzumachen. Geh zurück zum Timo. Warte mal. So. Da ist nämlich noch das Seibertz drin. Das wollte ich doch einen Thomas mal andrehen. So, bin immer noch am Korb übertragen. Was ist hier los? Ich weiß auch nicht. Willst du mir den Korb klauen? Ja. Bitteschön, das nehme ich gern an. Der Fahrer ist zurück. Guck, das ist der Fahrer. Der Fahrer ist zurück und er hat den Naturburschen mitgebracht. Und hast du den Naturburschen Bier mitgebracht? Deswegen muss ich schnell das Lakritz holen. Bevor es Bier gibt, muss er erst das schwedische Lakritz testen. Und sein Bier. Er hat Bierdurst, hat meins schon leer getrunken. Ja, das ist in dem Auto, wozu dieser Schlüssel gehört. Jetzt war ich gerade dort und muss gleich wieder hin, aber erst muss er Lakritz naschen. Hier seht ihr einen Naturbursche in wilder, freier Natur, der gerade die Nature Boys begrüßt. Da treffen zwei Giganten aufeinander. Oh, Andreas! Ja, jetzt hören wir schon. Wo bist du denn rumgekrochen? In deine Videos zeigt er ja. Thomas sucht jetzt, wir haben das Lakritz ist weg. Wir müssen der Turin doch jetzt vergiften und ein Lakritz probieren lassen, bevor wir sein Bier holen. Und weil du jetzt da bist, zur Begrüßung, muss jeder ein schwedisches Lakritz probieren. Ich weiß nicht, ob du gern Lakritz magst. Wir haben es alle probiert bis jetzt. Bis auf den Thomas. Der Thomas hat es nicht probiert. Magst du mal aufdrehen? Das will ich jetzt sehen. Und eins, guck mal, der Fahrer ist total gespannt, wie dir das Lakritz schmeckt, weil... Ich hab's ja bei den anderen nicht gesehen. Gib mal her, ich halte es für dich. Ich hab ne... oder so. Ein schwedisches Lakritz für Natururin. Was nicht nach Lakritz schmeckt, soll ich dich filmen? Doch, das hat Lakritz-Geschmack. Soll ich dich einfach in meinem Video filmen, so. Inne drin. Ich bin wieder der Kameramann. Und der Fahrer. Was denn? Schwedisches Lakritz. Ist immer noch ans Meer. Guck, der Timo nimmt auch noch eins. Den mal an. Gib her deine Fresse. Das ist einfach nur Lakritz mit ein bisschen Salz. Und das Salzige ist so penetrant manchmal, dass es manche vielleicht zu salzig ist. Aber eigentlich kann man es aushalten, finde ich. Außer man hat absolut gar keinen Bock. Ich find's okay. Okay. Siehst du, und Thomas hat immer noch keins probiert. Thomas. Aber das. Aber ich glaube, dass das hier... Auf Thomas esse ich auch noch eins. Das schmeckt so, als hätte jemand im Restaurant den Salzstreuer aufgedreht. Ich dass hier Sodbrennen verursachen kann. Genau, so ungefähr schmeckt das. Es kann auch sein, dass es Sodbrennen verhindert. Wie Ulrichsalz oder so. Aber willst du nachspülen? Nö. Achso, ich toll. Hab ja, aber bitte Ihnen. Nee, es ist okay. Guckt mal, wie der Kreis sich füllt, ne? Fehlt nur noch ein Thomas. Guck mal, wenn du kein T-Shirt anhättest, würdest du perfekt da reinpassen, oder? So, das ist der Natururin. Prost! Geprost! Geprost! Ich freue mich, dass ich hier bin, oder wie das heißt. Das ist richtig geil. Dann, wir müssen unbedingt heute Morgen und übermorgen ganz viel Bier trinken. Ich dachte bivakieren, aber das ist auch so. Und bivakieren, genau. Bivakieren, jetzt verstehe ich das Wort endlich. Thomas! Ja. Ich weiß nicht, ob man es noch hört. Deswegen, vielleicht ist der Ton jetzt anders. Guck mal, da steht ein weißer Hund. Ein Schnuffdiebo. Mitten im Wasser. Und ich habe jetzt die ehrenvolle Aufgabe, Pizza zu bestellen. Zum Volkshaus. Ins Wasser rein. Mal gucken, ob das funktioniert. Und wir hätten die Auftrage. Warum? So, der Natururin wollte gerade seinen Wagen nach runter pfeffern, jetzt hat er sich's anders überlegt. Und was ich beobachtet habe, ist, eigentlich denkt man ja immer, dass Alkohol die Birne hohl macht und dass ja immer die Gehirnzellen absterben, wenn man zu viel trinkt. Wenn ihr euch aber dieses weiße Individuum anguckt, seht ihr, der ist plötzlich viel intelligenter als davor. Ah, hat zumindest jetzt den Eindruck. Das ist ich bin der Professor. Der will auch weiß bleiben. Das ist ein alter weißer Mann. Alter weißer Mann. Wir haben auf jeden Fall jetzt Essen bestellt. Ich habe nichts genommen.
Der Silvio hat gleich eine Familienpizza genommen, das sagt schon alles. Du bist die Reste. Ich beiß beim Thomas ab, wenn er wegguckt. Und eine Stunde dauert es, bis sie liefern. Ich frage mich, wie überhaupt und wann wir das mitkriegen. Ja, was ist denn mit euch? Hannes. Keine Ahnung. Was machst du mit dem Hannes seiner Brille? Hä? Genau. Sollte ich. Bauchklatscher! Halt mal jetzt du, Thomas. Genau, warte, hier. Komm her. Das haben wir doch auf der Meile schon mal gesehen. Komm, nein, jetzt hier nicht. Jetzt reicht es, komm hoch. Weißer Rücken. Was macht ihr da jetzt? Warte, ich bin auf und ich hab meinen Rücken. Eigentlich. Ja, dann gibt's halt auf den Rücken. Trink mal das Bier. Ah, guck, weißer Rücken. Ja. Komm her, jetzt wird er gleich rot. Jetzt wird er rot. Das sah jetzt echt gut aus. Das ist doch abgeschmiert, ist das doch. Ich glaube, Hannes verteilt Jobs. Guck. Er möchte auch einen Job haben. Vorne. Jetzt wird wieder Quatsch. Nein, nicht schon wieder. Da fetzt der ganze Busen weg, ich sag's euch. Jetzt versteht ihr das auch von der Biermeile. Komm, Timo, dann sagen sie mal, Wrestling ist fake. Timo, warte, das Gute ist, er hat bei uns beiden gemacht, jetzt können wir beide bei ihm machen. Ja, bitte. Gleichzeitig am besten, dass er dahinter fliegt in die Hecke. Warte, ich muss neben dir stehen. Ja, gut. Neben mir? Warte, ich stell mich mal dahin. Du stehst immer nur mal so schräg vor mir. Das ist auch von der Biermeile. Ja, die Hand weh! Das ist ja übel schnell. Immer mit der flachen Hand. Ja, mach doch noch! Am besten mit der Flasche, Timo. Genau, komm mit jetzt! Flasche, immer mit der Flasche! Bumm! Komm los! Das war gestriffen. Ramon, du? Okay, das war's. Wir gehen nach Hause. Jetzt reicht's, meine hier, du. Jetzt kommt wirklich die. Was ist das denn überhaupt? Ich hab doch Potter. Hier, Hannes. Bier-Hannes, guck mal, der Naturin steht immer noch da und versucht sein Ding auszupacken. Er hat seine Hose gewechselt. Die Damen hauen ab mittlerweile. Es eskaliert komplett, ich weiß gar nicht, was los ist. Es gibt Dinge auf der Welt, die ich nicht verstehe. Zum Beispiel das da. Wir saßen bis da vorne, da war das so toll. Und dann hat die Sonne geblendet. Und dann haben wir alles jetzt hierher geschleppt. Und jetzt ist es viel zu kalt und die Sonne ist eh weg. Und wenn man hier sitzt und dahin guckt, dann ist das voll angenehm und die Sonne blendet auch nicht. Jetzt ist es zu spät, jetzt sitzt man hier. Hannes macht wieder moderne Kunst. Er schiebt sich wieder und biegt sich alles. So, das ist Ramses mit seiner neuen Kickhose. Ich bin der Einzige, der hier noch in der Sonne chillt. Die anderen Nachtschattengewächse sitzen da vorne. Und gackern wieder lustig durchs Rohr. Guck doch mal, wie die Sonne blendet und das schimmert. Dass ich mein T-Shirt ausziehe. Das, genau. Der Thomas hat gemeckert, dass du noch eins anhast, deswegen will er seins auch nicht ausziehen. Das heißt, ihr beide müsst noch lang ziehen jetzt. Wenn ich an den Unterarm rot werde, dann muss der Rest weiß bleiben. So, der Fahrer, der hat ja was ganz Besonderes vorbereitet, weil seit dem Umzug die Stühle irgendwie ausgetauscht wurden und das hier eigentlich Brinkhofs ist. Aber Natururin diesen Platz jetzt nur noch hat, aber eigentlich Hackabschor hat, hat der Fahrer einfach ein Hackabschor-Etikett auf diese Brinkhofsflasche geklebt. Mal gucken, ob das aufhält oder ob er das trinkt und sagt, das ist Hackabschor. Das erkenne ich mit verbundenen Augen. Eigentlich müssen wir wirklich mal die Augen verbinden mit irgendeinem Schlüpfer oder so. So, das ist der Fahrer. Wie habe ich jetzt nackig gemacht? Ja. Auf Gruppenzwang hinweg. Das ist trotzdem der Fahrer. Prost. Ich bin immer gegen Gruppenzwang. Das ist der Naturbursche. Prost. Geprost. Prost. 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 Was soll ich da machen? Der Hannes versteht mich, der macht's richtig. Guck, da hängt die Zunge raus. Der Blädel, der Blädel. Guck mal, ich will nur mal kurz die Enten zeigen, die gerade abhauen, zu viert. Enten! Wir wollen eigentlich jetzt gerade zum Parkplatz laufen, weil wir das auf das Essen warten müssen. Keine Ahnung, ich habe mir ein Bier mitgenommen. Ich habe mir so einen Thomas eingefangen, der juckt total. Ich hoffe, den kriege ich wieder los. Wir laufen jetzt zum Steg, versuchen da hochzukommen und warten dann aufs Essen.
So, Thomas, das möchte ich jetzt mal sehen, wie du da den Steg hochgehst. Ganz einfach. Das ist eine Aprikose, ein Apfel, ein sonst was. Diesen Stein dreht er hier kurz drauf zum Standhalten. Dann rüber auf den großen Stein und zack. Du meinst, von hier geht das nicht, wenn man davor steht? Ja, es gibt die draufsetzen. Es gibt die Kickhose nicht her. Nee. Ah, lass sein. Dann reißt sich nämlich auf. Nimm die Stufe. Verdammt nochmal. Stufe ist safe. Pfirsich. Kuba. Pfirsich, Schatzi, gepumpt. Ja, Pfirsich ist auch dabei. Wenn das Pupsi sieht. Pfirsich, Schatzi, warte. Dabei. Pfirsich! Was war das? Pfirsich! Das ist Pfirsich, Schatzi. Da, oh, da springt Hannes gleich drauf, guck. Jetzt hat der Hannes die blöden Pfirsich zurückgeworfen. Pfirsich! Pfirsich! Noch einmal zurück, bitte! Toll! Gespaltener Pfirsich! Haben sie sich den Pfirsich geteilt, genau. So, der Dönermann kam gerade, hat Thomas alles in die Hand gegeben. 77 Euro hat es gekostet, ich habe jetzt 80 bezahlt. Dann hat er gesagt, wo seid ihr denn überhaupt? Ich habe gesagt, am Wasser. Ach, warte, ich fahr's euch hinter. Hat das alles wieder mitgenommen und ist jetzt weggefahren. Aber er steht jetzt hier hinten, packt gerade das wieder raus aus der Box, gibt es dem Thomas bestimmt gleich wieder in die Hand, sodass der Thomas es gleich einfach übers Wasser tragen kann und wir dann wenn fertig ich sind. Ich sage, wir sind da drüben. Da sind wir herumgefahren. So. Kann man ja rumfahren, ne? Übergabe. Ja, aber wir müssen ja eh durchs Wasser und so. Da hinten sind wir ja. Ja, also bis da hinten kann ich fahren. Ja, es sind nur ein paar Meter. Ja, das machen wir schon. Der Bürger muss noch ein bisschen mal an die Seite. Ja, aber ich sollte hier unten halten, weil. Wenn nicht, Thomas, ich kann dir ja gleich was abnehmen. Dankeschön, guter Mann, schönen Abend noch. Tschüss. Soll ich dir helfen oder geht's? Willst du was nehmen? Guck mal, da ist eine Familienpizza für den Silvio. Oder nimm einfach. Das sind noch fünf andere Pizzen und ein Burger für eine Turin. Das sieht aus wie die Hawaii-Pizza für die Sarina, ne? Da ist auch so ein Plastikding drin, wunderbar. Da gebe ich der Sarina jetzt mal hier ihre Plastikpizza. Das mit dem Plastikding. Du hattest, was hattest du hier? Donner, Paprika, Pilze? Oder hattest du Donner? Nee, du hattest nur Donner, weil bei dir war ja nichts drauf. Ich hatte die normale, weil ich habe keine. Er wollte nämlich. Du wolltest Donner scharf. Das müsste das sein. Das ist vom Bahnhof, ja. Ja, du? Das ist der scharfe Bahnhof. Ich habe aber keine Pilze. Du hast keine Pilze? Ich habe keine Pilze, weil ich esse garantiert keine Pilze. Okay, Thomas, dann ist ich das jetzt ja deine. Gesagt. Ich esse keine Pilze. Du hast Zwiebeln dann gesagt. Pilze, die haben der hat extra noch mal gesagt, Zwiebeln? Ja. Ja. Dann ja, haben sie statt Zwiebeln halt Pilze drauf. Ist sinnlos. Salami, Schinken war Timo. Ja, der war das. Bitteschön. Also ich check's halt nicht. Warum die das Pilze ist Naturin, den können wir hier reinschmeißen. Warte, den muss ich mir erstmal angucken. Ist wichtig. Burger Box. Kannst auch hier den. Was ist denn das hier? Erstmal kaputt machen. Cheeseburger. Das ist eingeweckt, toll. Ah, Papier! Sieht gut aus. Haben sie nicht hier Altpapier reingezimmert? Ich nehme es jetzt mit für eine Tour. Hoffentlich falle ich jetzt nicht. Das ist die Genaya, das müsste dann hier. Ja, ich hasse es. Verbrannte Pizza. Das ist Pilze. So, Thomas, Timo, möchtest du die Pilze? Gut, mach du. Dann nehme ich ein Silvio mit. Der Silvio ist nämlich der Größte. Nehme ich dann. Das weiß ich nicht. Der Timo nimmt das Bier. Das ist der Silvio. Guckt euch den mal an. Da sind gleich vier Kunststoffpfropfen drin. Richtig genial. So, der Fahrer gönnt sich jetzt eine kleine feine Auswahl vom Hot Sauce Sampler. Die halt alle nur nach Essig schmecken, aber egal. Guck mal, die sind sogar von Chinese Noodles, ne? Garlic Pepper. Du hast jetzt hier das mit dem Bull drauf, aber den Rest brauchen wir gar nicht vorstellen, denn wenn er die sehen will, er guckt das Tasting dazu, was ich mit dem Hannes aufgenommen habe, wo wir Nuggets dazu probiert haben. Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Reicht auch wieder. So, die Genaya, die greift jetzt auch reichlich zu. Probiert mal ein paar von diesen leckeren, ausgewiesenen Soßen. Der Fahrer, der hat jetzt schon alle vier probiert und hat irgendwie so eine Art Schluck auf entwickelt. Sieht aus von der ersten war das. Die erste hat hier die Killer Ted, die hat reingecashed. Aber ich empfehle ihm immer noch die Stinger Sauce. Und Maddog ist ja auch noch am Start. So, der Fahrer hat als nächstes hier diese super Stinger Special Edition. Honig, Knoblauch, Jolokia, Chili Soße. Und die müsste eigentlich schärfer sein als alle anderen vier zusammen.
Die knallt ganz schön, ist aber erst, also wenn du reinbeißt, denkst du, trinkst irgendwie so ein Cola Whisky, aber danach ballert es einfach nur. Cola Whisky? Hm. Mit Honig? Die möchte die Shania bestimmt auch mal probieren. Du schaffst die ja mit. Nö. So scharf ist die aus. So, die Shania hat sich auch gleich das ganze Stück voll geträufelt. Guck dir das an, jetzt beißt sie mal rein. Haben sie einen süßen, honiglichen Geschmack? Honiglichen? Ja. Der Blick, das ist sehr süß. Ist sie schärfer als die andere? Definitiv, ja. Definitiv, das ist der Gewinner. Die sticht. Oh! Klingt wie ein Buntspecht, auch wenn ich nicht weiß, was sie da machen. Hannes macht Auge. Ja! Der Turin macht Arme. Geht! Meister August ist komplett am Wegdriften wegen der guten Soße. Das ist das Ding. Die Wespen haben einen sehr komischen Geschmack. Sie soll ja auch nicht die Wespen essen, die Dame. Da ist jetzt ein Tropfen Maddog. Ich bin gerade erstmal beim anderen. 357 Hot Sauce in der Silver Edition drauf. Silvio trage ich gleich auch noch was hoch. Nee. Die so gut fandest. So. Ja, die erste, die war sehr essighaltig, ja. Da ist jetzt Maddog drauf. Dann probieren Sie mal. Jetzt ist auch der Tropfen immer noch da drauf. Ja. Wow. Schmeckt das nach Pflaume. Bisschen winterlich. Ein bisschen, ja. Und kommt dann von hinten an zu brennen. Noch nicht, der mit der Kamera. Noch habe ich so eine Grundschärfe drin, wo ich sage, ne, ja, ist scharf. Nein, du bist in Hebel. Grundschärfe. Ha ja, der Shania, der kann man halt nichts recht machen. Da will sie mal eine schöne scharfe Soße und dann ist sie wieder gelangweilt. Guckt euch das gelangweilte Gesicht an. Guckt ihr den mal an. Der Stefan Landei ist da mit seinem Sommerhut, auf jeden Fall. Abenteurerhut. Und was ist das? Ja, was Leckeres zu essen. Und wenn ihr riechen könntet, dann würdet ihr es vielleicht auch schon erkennen. Es ist, ja, Zeug für Leberkäsesemmeln. Leberkäsesemmeln. Der hat einen ganzen Rucksack voller Semmeln dabei und hier zwei Bottiche voll mit Leberkäse. Das schützt sich aber jetzt nicht, das mal zu probieren, denn das müsste jeder bei Ankunft machen. Magst du Lakritz? Lakritz mag ich eigentlich schon. Okay, aber das ist schwedisches Lakritz. Kannst du es mal aufdrehen mit einer Hand? Und dann nehmen Sie sich mal ein schwedisches Lakritz. Ich versuch's mal. Und probieren mal, wie das schwedische Lakritz schmeckt. Also erstmal riecht's ganz normal. Nach Lakritz. Achtung, wir beißen mal rein. Ich hoffe, ich falle nicht gleich am um. Am besten ganz mit Eimer und dann, oh, lecker. Ah. Ist wieder so einer, der sich in der Mitte durchbeißt. Ich spüre schon eine gewisse Schärfe. Schärfe? Hm, also. Oder Salz. Ja, sowas, ja. Salziges, das ein bisschen penetrant wirkt vielleicht. Aber an sich ist es trotzdem einfach Lakritz. Also bis jetzt? Mit halt viel Salz dran und so. Bis jetzt muss ich sagen, das ist okay. Kann man essen. Ja. Gibt Leute, die essen eine ganze Packung und dann haben sie eine blutige Zunge. Aber eins kann man mal machen. Und wie ihr seht, plötzlich habe ich was an, weil es wird jetzt schon wieder dunkel, düster alles. Wir wollen jetzt ausmachen, dass wir da drüben am Ufer dann das Nachtlager aufschlagen, die Bierkästen alle im Wasser lassen, dann müssen wir nicht alles wieder hier vor zum Parkplatz in die Autos räumen, weil wir sind jetzt bis da hochgezogen. Bevor wir das alles wegräumen und die Nachtlagersachen nehmen und davor bringen, können wir einfach dort bleiben. Das Bier bleibt im Wasser, der Stefan kommt dazu. Wir können uns ans Ufer dort noch ein bisschen zusammensetzen und wer noch ein Bier will, kann sich nämlich da eins rausnehmen aus den Kästen, die dann gekühlt sind und dann sind die morgen früh auch gleich kühl und bla bla bla. Es wird gerade ein bisschen zügig, ne? Das Wasser ist jetzt zwar noch okay, aber ich gehe jetzt nicht mehr in das Wasser rein. Immer noch nass. Die meisten haben sich da oben jetzt hinbequemt. Der Fahrer ist wieder ganz lustig. Das Wasser ist noch nass. Die drei Spezies sitzen jetzt noch hier zusammen. Wir haben die Bierkästen jetzt einfach mal alle hier so an den Rand gestellt. Ne? Das sind haben gedacht. Das sind keine Bierkästen, das sind Filter. Filter. Das sind Wasserfilter. Wasserfilter. Wir haben halt gedacht, da lassen wir uns jetzt nieder und das lassen wir alles hier. Müssen wir es nicht wegräumen. Und was da oben noch abgeht, da gibt es Leberkäse-Semmel, da werde ich mir jetzt noch reinholen. So, wir haben auch extra einen gelben Sack dabei, dass wir hier den ganzen Mist reintun können. Da seht ihr nochmal Privatgespräche von Hannes und Stefan Landei. Redet ruhig weiter. Das ist fürs
Videotagebuch, genau. Thomas trinkt schon wieder. Ja, kleines Dorf. Ja, der Silvio, der hat sich hier ein Moskitonetz aufgebaut. Ja. Der Master of Disaster. Guck mal, sogar oben am Baum befestigt, dass das hier so hoch geht. Ist du hast das den Ventilator noch gar nicht gesehen. Den Ventilator, da ist noch ein Ventilator drin, damit die langen Haare durch die Gegend fliegen. Das ist wichtig. Stimmt, er hat die längsten Haare. Ja, ja, die Locken. Die richtig schönen Locken. Mit Licht, damit man weiß, wo die Luft hinfliegt. Also das ist, das kannst du dir oben auf die Kamera drauf machen und Selfies machen und dann fliegen die Haare rum. Dafür ist das. Jetzt haben wir es. Hier ist auch Silvio seine Familienpizza. Hier ist der Labor Cars. Das sind Semmel. Das sind auch Semmel, guck. Da sind auch Soßen. Und wir wollen uns wahrscheinlich dann alle hier so entlang hinlegen und wer zuerst runterrollt, der hat verloren. Guck mal, das hat der Silvio noch im Teegut geholt. Lecker Bock. Wodka Karamell. Das ist halt so ein Wodka, Mann, Mensch. Wie teuer war der? Ja, mein ich glaube 22 Euro. 22 Euro. Da würde ich ja lieber so eine Flasche Pfeffi bevorzugen für 3,69 Euro. Ich glaube, der wird 22 Euro. Absinth 66. Absthof, okay. Ich habe jetzt schon Sodbrennen, obwohl ich gar nichts Scharfes gegessen habe heute und auch nichts Schlimmes getrunken. Hier sind noch die Silvio-Eier, die wollten wir eigentlich heute machen, dass sie in 48 Stunden schlüpfen. Hier ist noch der Likör von der Shinaya. Aber eigentlich wollte ich mir ein Leberkäs-Semmel holen. So, ich mache mir jetzt hier so ein Leberkäs-Semmel. Hab mir jetzt hier so ein Brötchen rausgeholt. Hab das aufgeschnitten. Und das ist sogar schon in Scheiben. Ich nehme mal hier aus der Mitte einen raus. Da tropft der ganze Leberkäs-Semmel fett raus. Lege ich mir jetzt hier drauf. Klapp den zu. Senf sehe ich. Ich will den aber mal roh probieren. Roh. Der ist fett, richtig dicke Scheiben, richtig cool, richtig frisch. Dankeschön, Stefan Landei. Da beiße ich jetzt mal nahe. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass wir jetzt Wodka daraus trinken. Wir sind hier vorbereitet. Hier. Och, ich trinke mich aus der Flasche. Der Silvio möchte jetzt seinen komischen Wodka-Karamell anbieten. Eigentlich habe ich, gar keinen Bock, hab Sodbrennen hin und her. Aber auf Silvio natürlich. Stoßen wir mal an mit dem kleinen Stopfen da. Bitteschön. Prost. Prost. Komischer Becher. Schmeckt wie. Hat euch doch gar nichts gegeben. Das Innere. Was hat denn der euch gegeben? Die ist doch noch voll. Er hat sogar selber davon getrunken. Hey, schmeckt ja wie ein Toffee-Likör einfach. Ja, irgendwie. Ich merke keinen Wodka. Nee, irgendwie nicht. Aber schmeckt wie ein Baileys. So. Stinkt einfach. Hier, das überreicht ihr nochmal. Das habe ich ja aus. Ja, danke. Das ist richtig genial. Das gibt es nämlich nicht mehr im Internet. Ups, ich habe super lecker. Zwei hier Curry Samyang Dinger. Das war Glück, dass ich die nicht selber gefressen habe. Weil irgendwie bin ich da raus. Weil der Fahrer mir zwei Curry mitgegeben hat, kriegt er ja von mir eigentlich eine Packung Carbonara und eine Packung Käse Samyang, denn das ist der Samyang Dealer. Weil eigentlich ist es so, ich dachte immer, die gibt es nur im Fünferpack oder so, aber die gibt es halt einzeln. Und da hätte ich mit dir auch einen. Dankeschön, der Fahrer. Jetzt habe ich wieder Curry, was ich noch gesehen habe. Hier steht auch einfach im Fünferpack Samyang Curry rum. Wo auch immer das herkommt, das hat sich einfach hier reingeschmuggelt. So, wir warten jetzt eigentlich gerade noch auf den Dolepi, auf den Pierre. Der müsste schon in Meiningen sein. Läuft eigentlich gerade hierher. Er weiß aber wahrscheinlich nicht genau, wohin. Wir wissen nicht, wo er ist. Sein Kasten Bier steht noch im Auto. Ich habe sogar jetzt Licht an der Kamera. Eine Weltsensation. Guckt mal. Das ist Timo. Ei. Normalerweise würde das jetzt so aussehen. Durch das super Licht kann ich jetzt hier drücken. Der ganze Kofferraum leuchtet. Und wer sagt, das ist doch viel zu grell. Drückst du nochmal. Dann ist das sogar angenehm, wenn du irgendwo noch drauf willst, was zeigen. Den nehmen wir jetzt mit. Das andere Bier steht nämlich ja alles im Wasser. Und weil das andere alles im Wasser steht, ist das ja irgendwie bekloppt, immer da runter zu klettern im Dunkeln. Und dann, ich habe keine Ahnung, wir nehmen den jetzt mit. Und dann haben wir den halt, dann nehmen alle einfach aus dem Kasten und dann hat er nichts mehr.
Es kommt schon weg. Ey, verpasst! Schon verpasst! Wieso? Jetzt lächel ich nicht mehr. Du, wir haben es doch gesehen, das reicht. So, da ist er jetzt endlich angekommen. Jahrelang haben wir ihn gesucht, sind in den Abhang da runtergerutscht und dann saß er schon hier, wie auch immer er das gemacht hat. Jeder zur Begrüßung, das habe ich gar nicht gesagt, der Pierre, der Dole Pi, passend mit Sonnenbrille. Jeder zur Begrüßung durfte ein schwedisches Lakritz probieren. Magst du mal die Dose aufdrehen und mal ein schwedisches Lakritz rausnehmen und testen? Das muss alles am Aber ich habe mir nicht die Hände gewaschen. Ne? Ach, das ist doch eh schwarz und dreckig. Guck hat eh keiner gemacht, oder? Nö, die meisten haben gar keine Hände. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es schmeckt. Sind Sie Lakritz-Fan? Also ich mag Lakritz. Ja? Auch wenn es so ein bisschen salzig ist. Ein bisschen? Das ist wie beim Brustgrooming. Das ist auch immer heftig salzig. Ich muss in 10 Minuten schon wieder losrennen und muss noch Zeit und Prime irgendwie abholen. Wir haben extra jetzt deinen Astra-Kasten hergestellt. Wo ist denn der jetzt? Hier. Du sitzt da drauf. Auf meine Eier. Eigentlich hätte man den nehmen müssen und hätten jetzt ins Wasser stellen müssen zu allen anderen Kästen, damit schön die Pappe aufweicht. Das steht alles am Ufer da unten verteilt. Wir haben die nämlich gleich alle da unten gelassen. Das ist ja schon dumm. Der Bo, der hat eine Kopflampe mit Rot dran. Der Hannes liegt auf seinem Feldbett. Ja, moin. Der Thomas liegt auf seinem Feldbett. Moin. Moin, der moin. Stefan Landei, der sitzt auf seinem Feldbett. Und spielt, Space Pokémon. Space Pokémon. Space Pokémon. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Hier seht ihr Flugzeuglandebahn gebastelt von Silvio. Da müssen wir leise sein. Guck doch, schläft schon. Sieht aus wie der Papst im gläsernen Sarg. Das ist richtig stark. Also er schläft nicht, aber der betet halt gerade. Da seht ihr hier die Damen. Hallo Timo. Die haben sich ja auch niedergelassen. Da wird noch, keine Ahnung, da wird genascht, da wird was getrunken. Da sitzt ein Fahrer, der macht noch Blasmusik. Und hier drüben sieht man Natururin, wie er seinen Tarp aufbaut, mit Kissen drin. Ich dachte, es war das Bo-Kissen, jetzt ist es das Natururin-Kissen oder ist es dein Tarp? Natururin hat mir erfolgreich beigebracht, wie man seine Lieblingstarp-Aufbauvariante aufbaut. Guckst du wirklich in das Licht? Das ist doch völlig geisteskrank, ist viel zu hell. Frag mich, wie der das immer macht. Deswegen guckt er immer so wie ein Schnitzel, weil das einfach nur mega blendet, obwohl es die kleinste Stufe ist. Ja, und jetzt müsste gleich noch Zai und Prime kommen und dann sage ich einfach Tschüss, gute Nacht, das war Tag 1. Du dreckerliche Widersau, na warte, das kann ich unterstreichen. Eigentlich habe ich Bock noch so ein Lakritz zu essen. Jetzt, wo du gerade da stehst, kannst du mir das Feuer reichen. Thomas, es kostet aber ein Lakritz. Nein. Kannst du es mal kurz halten wenigstens? Kannst du es mal kurz aufmachen? Ich mach's für dich auf. Kannst du es mal probieren? Ja, dann nimm mal dein dreckiges Feuerzeug. So. Das ist aber lieb. Ach so, jetzt ist es auch noch auf. Er hat gesagt, soll ich's auf, dass ich es aufdrehen soll. Nein. Nein. Ich kotze hier alles vor. Thomas macht nicht alles für Klicks. Thomas macht gar nichts. Ich mache das, was ich will. Jetzt muss ich mal kurz trotzdem noch mal rüber, weil ich habe ja mit jedem kurz angestoßen und gesagt, das ist er. Warte. Das ist ein Pierre. Ich bin im Mittelpunkt hier. Und immer noch kein Astra. Er hat so lange gebraucht. Drei rein und kommen und fünf wieder raus. Und wir haben natürlich nichts gemacht, außer Bier. Machen wir ja kein blaues Licht oder so. Nein, aber so leicht gelbes. Ja, Ramon. Wer ist das denn überhaupt? Ramon. Das ist Ramon. Oder du musst das ist Timo. Oder du musst es weiter weghalten und dann ranzoomen, dass es nicht so extrem blendet. Ja, weiter weg und ranzoomen. Nein, du sollst die Kamera hier ranzoomen, aber die Kamera weiter weghalten. Da gibt's keinen Zoom, Thomas. Das ist eine GoPro. Yo. So, sie haben es, glaube ich, noch geschafft. Der Prime und der Zai, die sind jetzt irgendwo da drüben. Am anderen Ende des Ufers, auf der anderen Seite. Die können jetzt nicht rüber. Der Stefan Landei ist jetzt ins Wasser, um die rüber zu tragen. Super. Oder so ähnlich. Und ich habe keinen Bock mehr, jetzt was zu filmen. Ich will jetzt einfach nur noch hier sitzen, mich nicht mehr blenden lassen. Und Lakritz gibt es dann morgen in der Früh für Prime und Zai und für überhaupt. Und keine Ahnung, wie es dann hier aussieht und was sonst noch war. Komm ja morgen erzählen. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, das war der Tag Nummer 1. Oder so ähnlich, weiß ich nicht. Thomas! Ja.